Ja, Schali, Schala, Schalümchen. Ja, ein neuer Fall. Das ist Dr. Rolf Gefgen. Ja, der philosophiert hier gerade über Bayern. In Bayern gibt es ja ein neues Gesetz, Ewigkeitshaft. Ich habe ja schon berichtet, hier wurde auch berichtet, er hat ein Video gemacht. Und zwar auch am 22.07., ne, relativ frisch, hat ordentlich reingescheppert. Ne? Der Hagen Schütte hat es hier mal wieder geteilt. Ich mache es mal ein klein bisschen größer. Also hier dieser Herr Gefgen soll jetzt die Republik vor dem Wahn retten. Ne? Ja, ich habe mir dann den Herrn Anwalt mal angeschaut. Und zwar auf seiner Promo-Seite. Erstmal gibt es ein Problem. Ich muss mal hier umschalten. Und zwar, da ist er. So, sein YouTube-Kanal Dr. Rolf Gefgen, Ewigkeitshaft, Unrechtsstaat in Bayern. Ganz kurz, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten jetzt an der Stelle mit zwei Sachen. Einmal, der Mann, der wohnt gar nicht in Bayern, der wohnt in Hamburg und der ist Anwalt für Wirtschafts- und Arbeitsrecht. Jetzt habe ich natürlich die große Preisfrage, wie kann der uns überhaupt helfen bei ja, Verfassungsklagen, Beschwerden etc. Ne? Das ist nämlich die große Preisfrage. Und ich will da mal mich auch wieder mal, charmant wie ich bin, auch relativ weit aus dem Fenster lehnen. Hier unten sieht man, dass die gleich wieder um Spenden betteln. Ne? Und das ist ja auch nicht schlimm. Das Problem ist, ja, neben einem Wackelvideo, das uns hier präsentiert wird, ich verlinke also diese beiden Sachen jetzt gleich sowieso, samt seiner, vielleicht braucht ja einer mal einen Anwalt für Wirtschaftsrecht aus Hamburg, der in München dann für Ordnung sorgt. Ne? Lieber Dr. Gifken, ich glaube noch niemals, dass Ihr Ansehen in irgendeiner Form von ja, ihr müsst das anders machen. Ich frage mal so, wenn doch die Sache so Bibi Baba Bube böse ist und alles so schäbig ist und Sie jetzt hier so in den Vordergrund drängen und sagen, Mensch du, das in Bayern, das ist doch gar nicht so schön. Warum geht denn jetzt so ein Anwalt nicht hin und sagt, naja, ich habe ja im Grunde die Taschen voll genug, ich verklage das System. Ne? Ein Anwalt ist selber System, ein Anwalt ist ein Profiteur von Unrecht, von Streitigkeiten jeder Art. Ein Anwalt, der im Bereich Wirtschaft tätig ist, hat ja schon auch so ein klein bisschen die Fühler in Richtung Geld ausgesteckt. So, jetzt ist die große Preisfrage, warum wird denn hier gesammelt und warum geht ein Anwalt in Sachen Unrecht nicht einfach mit seinem privaten Kapital, mit seinem Wissen, das er in der Birne hat, mit der Wut, die er angeblich im Bauch hat, einfach mal hin und sagt, okay, ich ziehe die Nummer hier durch, koste es, was es wolle und scheiß mal was auf meinen guten Ruf. Ne? Das wäre zum Beispiel mal aus meiner Sicht eine sehr stilvolle Grundhaltung. Ne? So, jetzt darf man das jetzt sagen, weiß ich gar nicht. Der ältere Herr, der hier rumsitzt mit der Wackelkameraführung, erinnert ein bisschen an RTL 2, ne? Ein bisschen Bewegung vortäuschen. Kamera muss immer ein bisschen wackeln, ne? Damit das Bild nicht hier zum Einschlafen verführt. Ich möchte keine unlautere Absicht unterstellen, ich möchte nur mangelnde Durchsetzungskraft unterstellen. Ne? Ein klein bisschen ruppiger, ein bisschen mehr auf den Punkt, ruhig mal ein bisschen große Schnauze und auch mal Fakten schaffen, Herr Anwalt. Ne? Das wäre mal so ein Ding. Meine Telefonnummer ist überall im Netz erreichbar. Ich wäre sogar bereit, mich mit dem Anwalt hier mal auseinanderzusetzen zu diesem Thema. Ne? Dass der Zorn der Anwälte, ja ausgerechnet sein Zorn, in Weltnetz TV endet mit einer Spendengeschichte, unterstützt uns unser Projekt. Die Unterstützung ist ja meistens so wie bei karitativen Einrichtungen. Eigentlich geht die meiste Kohle immer in der Verwaltung unter. Ne? Wie gesagt, ich habe so ein bisschen Magenkneifen, wenn ich mir jetzt hier vorstelle. Das ist hier unser, ja, nicht die Jeanne d'Arc der Gerechtigkeit. Das sieht ein bisschen mehr aus wie Don Quixote. Ne? Problem ist, wir haben gar keine Windmühlen. Und ich traue dem Mann jetzt wahrscheinlich alles zu, dass er vielleicht auch ein paar gute Wirtschaftsfälle mal gemacht hat. Aber ich traue ihm nicht zu, dass er hier, ja, unser Grundgesetz, wo auch immer, erfolgreich durchklagen wird. Ne? Da brauchen wir schon ein paar Leute, denke ich mal, die ein klein bisschen mehr Biss haben. Ne? So, ich will die Sache, wie gesagt, nicht schlecht reden. Mir ist halt nur aufgefallen. So, und jetzt kommt mal so ein Statement. Anwälte all over the world. Ihr seid doch selber,
Ja, eine Riege der Halunken, ne? Noch einmal. Der Anwalt verdient immer dran. Wenn zwei sich streiten, verdient das Gericht. Und der Anwalt, das steht fest wie das Amen in der Kirche. Das Urteil steht nie fest. Aber dass die Anwälte und die Gerichte, also das System, die Behörden, Geld verdienen, das steht fest wie das Amen in der Kirche. Und einer aus dem System, der seit 35 Jahren im Bereich Wirtschaft und solche Geschichten selber tätig ist, kommt jetzt also heute als Heizbringer dann daher und sagt, ich finde das total unmöglich, was in Bayern passiert. Ne? Die Menschen können im Grunde ohne Begründung dauerhaft in Untersuchungshaft gesteckt werden. Also nicht mehr nur 14 Tage, sondern 3 Monate kurz raus, 3 Monate kurz raus, 3 Monate kurz raus. Das kann ein endloses Spiel werden. Und was sich halt beißt, er ist kein Bayer, er kommt aus Hamburg. Ne? Also wie gesagt, alles zusammen für mich kein rundes Bild. Ne? Ich habe jetzt auch echt eine Stunde überlegt, gehe ich hier da dran und ich weiß, dass ich mich mit solchen Sachen natürlich nicht beliebt mache, aber ich weiß natürlich auch, dass man keine Angst haben muss und keine Angst haben darf, die Wahrheit zu sagen. Er schreibt es selber, er schreibt, du musst das Maul aufmachen, du musst systemkritisch sein. Ich kritisiere hier das System, er ist für mich ein Stellvertreter des Systems und seine Absicht, die er hier verfolgt, die hat er nicht klar definiert. Er sagt zwar, wir hätten und überhaupt ist alles sehr ungerecht und ihr könnt hier spenden, aber hier kommt ja nichts, was im Prinzip hier mal Fakten schafft. Ne? Und Fakten schaffen wir schlicht und ergreifend, dass man als Vorreiter, als Anwalt, der den Kaffee auf hat, einfach mal hier selber Nägel mit Köpfen macht, indem man sagt, ich klage das durch mit meinem Privatkapital. Ich nehme auch gerne noch eine finanzielle Unterstützung von Dritten an und ich schaffe hier Fakten. Ne? So, das wäre der richtige Weg gewesen, meiner Meinung nach. Und nicht hier diese Kuschelnummer auf Weltnetz.tv. Ne? Mal gucken, mal probebohren, wie das Feedback in der Bevölkerung so ist, ob man da genug Leute zusammenbekommt, die so eine Klage finanzieren wollen. Ich denke mal, in 35 Jahren dürfte es gereicht haben, dass man diese 10.000 oder 20.000 Euro vorfinanzieren kann, auslegen kann und wenn solche Projekte ja erfolgreich beschritten werden, dann stellt sich der Erfolg zwangsweise ein. Ne? Dann gibt es auch im Grunde die Kohle zurück, noch und nöcher und ich bin immer für gute Ideen. Ne? Ich bin aber auch, wie gesagt, ein klein bisschen dafür, sagen wir mal, das war ein richtig ruppigen, ein bissigen Hund nehmen. Wir brauchen hier keinen Kuschelbär, der versucht, irgendwelche Gesetze zu ändern. Wir müssen einen haben, der auch mit der Faust auf den Tisch klopft und man sagt, pass auf, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt geht's hier rund in Deutschland. Wir klagen, ne? Und wie gesagt, das Bild ist für mich nicht rund. Das ist so gezackt, eckig. Da ist irgendwie zu viel Interpretationsspielraum drin. Und alle meine treuen Fans, alle, die mich lieben und hassen, wissen, ich mache mir da wirklich schon meistens echt ein paar Gedanken vorher, bevor ich hier natürlich auf solche Sachen eingehe. Ich will die Unlauterkeit nicht unterstellen, aber das, was hier produziert oder ja, wie es präsentiert wird, ergibt für mich zurzeit keinen Sinn. So, alles klar, macht euch Gedanken. Wir brauchen keine Leute aus dem System, die uns hier die Rechte zurückgeben. Wir müssen uns die Rechte selber zurückholen. Das wäre eigentlich der richtigere Weg. Nur mal so rein meine Meinung. Ne? So, und dazu brauchen wir vielleicht einen Anwalt. Aber das ist so ein bisschen, ja, Rattenfänger von Hameln ist jetzt schlecht ausgedrückt. So. Die Pole sind verschoben. Ne? Also er will was Gutes tun, aber traut sich nicht. Und ich will auch was Gutes trauen und mir fehlt nur die Kohle, ne? So, das wäre dann zum Beispiel der praktische Unterschied, ne? Und Anwalt, ich habe vor nichts Angst, ne? So, wäre vielleicht mal auch eine Marschrichtung für dich. Einfach sagen, am Ende des Lebens habe ich mal Bock, einfach was Richtiges zu tun. Also wenn das Anliegen Fairness, Humanität, Moral ist, dann weiß eigentlich jeder, was zu tun ist. So, schönen Tag noch.